Thema lautet blühende Lernlandschaften. Herzlich willkommen zu unserem Live-Beteiligungsformat Lernräume entwickeln online. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, uns aktiv Fragen zu stellen während des Livestreams, die wir hier aufnehmen in unserer Gesprächsrunde. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Andreas Hammon, der nach unserem Input von Petra und mir vielleicht auch die Möglichkeit ganz kurz hat, seinen Hintergrund darzustellen. Wir freuen uns sehr, Andreas, dass du heute einer unserer Gäste bist. Ein zweiter wird uns noch folgen. Und ja, ich denke, einige von euch werden diese Folge erwartet haben und deswegen möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Petra, bitte leg los. Ja, hallo miteinander. Heute ist die vierte Folge, nachdem wir von den Toolbau-Typologien, nachdem wir die Flurschule, den Klassenraum Plus und die Cluster ja schon erklärt haben, geht es heute um die Lernlandschaften. Und das habe ich hier noch in meinem Überblick. Und jetzt die Lernlandschaften in groß. Was ist eine Lernlandschaft? Eine Lernlandschaft ist im Prinzip ein großer Raum, in dem es jetzt keine fest umbauten Klassenräume mehr gibt. Und das kann man hier auch ganz gut erkennen. Ursprünglich waren gar keine Einbauten, aber mittlerweile hat sich das seit den 70er Jahren weiterentwickelt und es gibt jetzt so Teileinbauten. Das sieht man hier an den schwarzen Strichen, die so quasi Instruktionsräume darstellen. Und wie das aussieht und wie man da unterrichtet, das erklären wir jetzt in einer Viertelstunde. Und das eines der wesentlichsten Merkmale einer Lernlandschaft ist die Transparenz. Und deswegen seht ihr diese Schule aus den Niederlanden. Das ist das Kamel College de Thai. Das ist ein Gymnasium oder vergleichbar mit einem Gymnasium oder einer Gesamtschule. Das ist so ein Mischschultyp im Vergleich in Deutschland in Oldensaal. Und deswegen habe ich das im Dunkeln dargestellt, weil man da sieht man die Transparenz schon von außen. Und das Zweite, und hier ist ein Grundriss, damit ich jetzt nicht so schnell bin, sieht es ganz anders aus, als wir so von den Klassenräumen kennen. Und man sieht schon diese kleinen Arbeitsgruppen da oben links in der Ecke auf etwa 11 Uhr sind so Zweierarbeitsplätze und dann sehr viele Gruppenarbeitsplätze und in der Mitte so Strukturen, die so fest umgrenzte das Glas sind eigentlich so, sieht aus wie ein Aquarium, wenn ich das mal so frech formulieren darf. Und dazu kommen gleich auch Bilder. So, die zweite wichtige Eigenschaft in Lernlandschaften ist, im Prinzip sind alles, was nicht fest eingebaut ist, also kein Element ist beweglich. Also die Flexibilität und die Transparenz sind so zwei ganz wichtige Elemente. Und hier seht ihr die Eingangs-, das Foyer oder die Mensa oder auch die Aula dieser Schule von zwei Perspektiven. Einmal die Treppe, im rechten Bild sieht man die Treppe rechts, die hier vorne im linken Bild auf der linken Seite ist. Und auf der linken Seite in dem Bild, das ist so die typische Pausensituation. Alle diese sehr simplen Tische und Stuhlkombinationen sind auf Rollen mit zwei Feststellbremsen und die sind ganz schnell verschoben und in der rechten Seite sind es dann so Stehtische für eine Workshop-Situation beispielsweise oder eine Gruppenarbeit oder Projektarbeit. Und ihr könnt das auch da oben sehen an den Scheinwerfern, die von beiden Seiten gut erkennbar sind. So. Und das nächste Bild zeigt jetzt mal innere Einheit, das sind so sehr kleine Instruktionsräume von 45 Quadratmetern, die durchsichtig sind und das sieht jetzt ganz komisch aus wie so ein Spiegel, aber de facto ist, dass ich durch die ganzen Wände durchfotografiert habe. Das heißt, wenn man hier vorne als Schüler sitzt, sieht man auch, was in dem Klassenraum oder in der Instruktionsphase daneben passiert. Und hier außen die Bereiche mit links der junge Mann, der arbeitet da alleine, rechts die arbeiten in der Gruppe und im nächsten Bild sieht man gleich, wie das so außen aussieht, was ich eben als Aquarium bezeichnet habe. So war zumindest so der Eindruck. Und rechts sehen wir die beiden Lehrer, die diese Schülergruppe betreut und die dann eher in die Rolle der Lernentwickler, der Lernbegleiter kommen. Also es ist auch ein anderes, diese Struktur hat eine andere Form von Lernen und Lehren.
Und jetzt das zweite Beispiel ist die berufliche Schule in Hamburg-Eidelstedt. Lernlandschaften gibt es nicht nur in Norwegen oder in den Niederlanden, sondern mittlerweile immer mehr auch in Deutschland, hier von außen. Und das ist ein Teil von dem Grundriss. Und hier seht ihr wieder in der Mitte eine große freie Fläche und dann dreimal etwa 55 Quadratmeter sind da auch die Instruktionsräume. Und wenn wir jetzt von dem Grundriss in eine andere Ebene gehen, wie ist das eingerichtet, dann gestaltet sich das so. Wir sehen, was als erstes auffällt, vielleicht ist, dass es sehr vielfältig ist und dass man dreimal so eine Hufeisenform hat. Also, sag mal, bei 11 Uhr oben und dann nochmal auf der rechten Seite. Und was das jetzt mit all diesen einzelnen Einrichtungselementen pädagogisch zu tun hat, das haben die an der beruflichen Schule in Hamburg-Eidelstedt sehr schön auf ihrer Webseite auch. Die steht auch da drunter, könnte ich sehr empfehlen, sich das anzugucken. Und da sieht man jetzt, und da fange ich jetzt mal bei dem Ruhebereich in der Kleingruppe, also etwa bei 9 Uhr an, da sieht man diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die dieser Raum jetzt bietet. Also Ruhebereich, es gibt verschiedene Möglichkeiten für Präsentationen, es gibt Gruppenarbeitsplätze und auch für Kleingruppen und auch für größere Gruppen. Es gibt einen Computerarbeitsplatz, es gibt Besprechungsmöglichkeiten und in diesen U-förmigen oder hufeisenförmigen Bereichen, das ist für die Großgruppe. Ich will jetzt gar nicht weiter erzählen. Die Vielfalt wird, glaube ich, schon deutlich, die in dieser Konstellation möglich ist. Und jetzt gehen wir mal für einen Moment da rein, wie das aussieht. Diese Hufeisenstruktur sieht dann innen so aus. Also diese U-Form ist im Linoleum eingebaut und da kann man sich das gut vorstellen. Und ein zweites Bild noch dazu. Hier habe ich links mal diesen Ruhebereich, mit dem ich eben angefangen habe, eingekästelt. Und da, wenn wir danach gucken, dann sieht das so aus. Und wenn man sich in einen solchen Sessel setzt, dann ist es tatsächlich sehr, sehr still. Was mich sehr beeindruckt hat, ich war da 2018, war, dass die Lehrenden, die da unterrichten, gesagt haben, das, was sie lernen mussten zunächst mal, die Regeln. In so einen Lernlandschaften gibt es dann entsprechende Regeln. Und sie haben dann gesagt, wenn wir sagen, das ist ein Ruhebereich, dann heißt es eben auch, dass das für mich als Lehrer, wenn ein Schüler da sitzt, da ist der auch nicht ansprechbar, weil Ruhe ist Ruhe. Und das kann Florian, glaube ich, jetzt noch weiter vertiefen, weil Florian war nämlich nicht vor 5 Jahren da, sondern kürzlich erst. Und jetzt freue ich mich darauf, was du weiter zu erzählen hast. Ja, ganz da steige ich gerne ein, aber nicht ohne unseren Gast, den ich eben schon angekündigt habe, Basti. Schön, dass du bei uns bist. Und du bist schon seit einiger Zeit dabei. Jetzt ist der Zeitpunkt zuzuholen im Bild. Ja, was in so einer Art maßgeblich ist oder was charakteristisch ist, möchte ich sagen, sind die langen Petra hat es, du hast es ja eingangs schon in der niederländischen Schule auch angesprochen. Und was hier jetzt schon ganz gut sichtbar war und auf diesem Plan auch, der gerade eingeblendet ist, dass es der Orientierung bedarf. Und das wird innenarchitektonisch auch durch die Bodengestaltung. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich hier an dem weitermachen kann. Sonst würde ich dich da gleich bitten, Petra. Den Bereich, den du jetzt hier eingekästelt hast, Folie zeigen. Ich glaube, du musst weitermachen. Nee, ich kann hier. So, der Lehrer-Stehtisch, das zentrale Lehrerpult. Mit Computer, die Lehrer-Stehinsel, so ist sie in Hamburg bezeichnet. Mit Computer, Arbeitsplatz außer einem Barhocker, Druckmöglichkeiten. Und es ist, wenn ihr euch auf dem Grundrahmen stellt. Das ist etwas schwierig, genau. Und schafft anhand der Sozialform, wie man arbeiten möchte oder eventuell sich der Ort zum Lernen gesucht wird, habe ich hier mal zwei exemplarische Fotos. Eine ist natürlich auf der rechten Seite
eher für die Gruppensituation und die Einzelsituation. Abgeschirmten Sesseln hast du gerade genannt und vielleicht im Sitzen auf dem Ergometer mit einem Tisch davor, um dort zu lernen. Und das kann man sagen, sich den Arbeitsplatz in der Lernlandschaft suchen zu können, an dem man gerade effektiv Qualitäten der Lernlandschaft oder von Lernlandschaft. Nochmal zum Thema, Petra, du hast es eben mit den Halbkreisen in den Instruktionsräumen gesagt. Es gibt ja drei Instruktionsräume auf diesem Campus, denn so nennen die das in der Berufung, sind die drei Campi, die sie da haben, und die drei Instruktionsräume, die sind einfach durch die Quadrat und Dreieck auf dem Boden, im Boden verankert und so auffindbar. Das erleichtert neuen Schülerinnen und Schülern die Orientierung, wo muss ich denn jetzt hin, wo ist denn meine Instruktion, denn meine Lehrkraft gerade. Einfach und sehr, sehr effektiv gelöst, hat auch was mit Inklusion und das gesamte Haus. Es gibt, wie gesagt, drei Campi. A ist orange. Wir waren im Obergeschoss gerade mit den Fotos im Campus C. Das ist im Eingangsbereich, wenn ich in die Schule eintrete und das Treppenhaus sehe, dann weiß ich, soweit ich und diesen Farbmarkierungen in Folge komme ich, vielleicht habe ich es nochmal eingeblendet, die Legende dort und dort. Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Wenn wir über Lernlandschaften wir nicht außer Acht lassen, ich sitze in Nordrhein-Westfalen, die Laborschule des Landes in Kiel, insbesondere das Primarschulhaus, was ich ganz kurz einblenden möchte, sprich, der Petra gesagt, wir bräuchten eigentlich eine eigene Folge, um die Laborschule mal, weil die Laborschule auch einen Beteiligungsprozess jetzt hinter sich hat und sich weiterentwickelt. Primarschulhaus, hier von der Außenansicht zu sehen, macht Folgendes. Wir haben gerade in Hamburg gesehen, das war auch einer von räumlich innenarchitektonisch gelöst und unterschieden. Hier werden wir gleich sehen, nämlich Halbetagen. Auf dieser Fläche, auf diesem Feld, wie es heißt, werden untergebracht und arrangieren sich und finden ihre Bereiche für die jeweiligen Arbeitsfelder. Diese Halbetage, Foto auf der rechten Seite, ist dieses Feld, hat aber auch ein Wich, wie es dort heißt, also wenn auch dort sind, Lerngruppen untergebracht, die nicht durch Wände getrennt sind. Von auch da geht es um Aushandlungsprozesse und auch das ist eine Lösung um verschiedene Wände. Und die linke Hälfte des Fotos, die Küchensituation, der Esstisch ist eingangs. Die letzte Folie, die ich dazu noch zeigen möchte, ist, dann ist Nordrhein-Westfalen in Bielefeld der Lernraum weitergedacht. Das besteht von jedem Feld, auch in den Wichen oben, ein Zugang in den Außenständen, auch ein Lernraum ist und so mitgenutzt werden kann. Auf dem Foto sehen wir links zwei Fensterflächen von sogenannten Feldern und dazwischen tiefer hinab in einen sogenannten Matschraum, wo die Kinder dann auch rausgehen können und wieder ausziehen können und sich sofort wieder im Gebäude ihren Lernort suchen können. Im Hinblick auf das möchte ich es für heute dabei bewenden lassen und möchte den Andreas bitten, beziehungsweise die Folie lassen wir gerade nochmal, den Andreas bitten, sich mal ganz kurz vorzustellen, was macht denn, warum bist du heute hier und das Thema, was hast du dazu zu sagen? Bitte schön, Andreas. Ich bin Schul- und Lehrer aus drei Perspektiven, Pädagoge und Schulentwicklung, These eben dann in der Schule und versuche sozusagen die lernräumlichen Struktur auch entsprechend weiterzuentwickeln, gemeinsam mit Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern, meist Lernraum
Labor. Und ich es gibt ja neben der Laborschule noch den Weg, die bekannt ist, eben als was in den 70er Jahren, das war in Deutschland und eine der wenigen zurückgebaut worden sind, in den 70er Jahren und eine kleinteilige Regierung erhalten haben. Folie reingehen würdest, bitte. Sieht man jetzt schon mal diese Wieche? Jetzt super. Das sind insgesamt mit drei Wiechen, also die Gruppenarbeit sieht man ein Feld, was worden ist, der nicht ausgeführten Maßnahmen, die aufgrund der Jahre bis heute nicht ausgeführt wurden, akustisch eine große Herausforderung. Dann jetzt im nächsten Foto von Seiten der Nutzerinnen. Das heißt, die sitzen da alle Aquarien jetzt in einer anderen Form, aber natürlich nur Teer. Das heißt, zentral offene Lernsituationen, Akustik, sonst ist es einfach auch Lerneinschränkungen. Weiter. Hier hat man jetzt ein bisschen versucht worden, ist doch diese Textur sich auf. Und man hat hier einen Urwald mit da hinein und hat damit diese Art verändert und verbessert. Also ich war in einer Situation, die reduziert war, aber es soll phasen, also wirklich ein echter Dschungel. Hier unten rechts sieht man die Abgrenzung mit. Also es ist eine große Herausforderung, Menschen gewisse Beeinträchtigungen haben oder Menschen, weil das einfach eine Konzentration und Aufmerksamkeit vielen akustischen Eindrücken des entsprechenden. Also von dem her ist es auf der ein, aber eben die Frage, wann ist diese Struktur? Dann gehen wir doch nochmal weiter. Springen wir ins Jahr 2000 aus, von dem Gymnasium um die Welt und haben, glaube ich, in Richtung dieser offenen Struktur die weltweite Diskussion von ein Gymnasium mit Kommunikation und Kultur. Das Spezielleres ist auch, glaube ich, erst dafür. Und man eine Pausensituation und halt den Blick in eine mega Halle. Dann noch Besserung gegenüber Bielefeld. Da ihre und für die Lehrperson darstellt. Wir gehen mal weiter. Ich habe mit einer, ich habe den ganzen Tag dort hospitiert, weil die funktioniert es Alltag und nicht nur, was hört man in der Presse. Und, also es ist ein hoher Druck, also ganz auch die Schüler Zahl erholen, ohne zu verändern. Und einmal so eine abgegrenzte Art Aquariumsituation in einem offenen Lernbereich in einer Ecke und dann einmal Depotsituation mit eigenen. Ja, und im Gespräch hat sich Jugendlichen haben etwa 3 Wochen gebracht an diese neue und adaptieren.
diskutiert haben, also Anfang, Mitte 30, sie hat ein halbes Jahr gebraucht und hat ein halbes Jahr wirklich herausfordernd. Jetzt geht es. Und ich denke, jetzt für Eltern oder eben, wenn es akustisch ziehen ist, eben eine Herausforderung. Dann gehen wir mal weiter. Und da merkt man, da diese Ansätze eben weiterzuentwickeln. Und als letzte Folie würde ich erstellen, der versucht, diese verschiedenen, ja, dargestellten eigentlich im Rahmen einer, also vom 10, 20 vom Lebensalter, um nochmal zu gucken, den Beobachtungen als zum Bindungsverhalten Harz Tremolago in der Schweiz, im Sinne dieser Grafik deutlich mal nach die Bezugspersonen für die Jahre verändern und auf die Mitschüler fokussiert ist. Bielefeld eben letztendlich vier Touren daraus entwickelt, um den jeweiligen Altersphasen zuzuhören. Fünfte, sechste Klasse haben wir gesagt, gut, Raum plus. Dann haben wir als Lernfeld ab der 11. Klasse das Ganze ist noch, das heißt, wir werden sehen, wie sich das Ganze hält. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank dir, Andreas. Jetzt muss ich mal gerade in die Runde fragen. Der Fachkongress Schulbau vom Ministerium und der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen soweit. Wir werden uns da zum Teil wiedersehen. Ich bin also schon angereist und bin in der heimischen Gefilden heute dabei und muss dann wirklich fragen, ob meine Technik hier so ein bisschen spinnt oder geht. Und dir, Basti, auch so ein bisschen so, dass der Andreas in manchen Passagen oder größtenteils sehr, sehr abgehackt war. Dass ich das nun so mitbekommen habe, war das bei euch ähnlich? Auch. Also ich habe auch ein wenig den abgehackten Ton. Ich fand die Folien total spannend. Eine Frage, die sich mir stellt, du hast die Lernlandschaften jetzt eben für die ältesten Schülerinnen und Schüler mit einer hohen Autonomie dargestellt und dann war das auch mit Neubau assoziiert. Gibt es auch Beispiele, wo Lernlandschaften in Bestandsgebäuden umgesetzt sind? Habe ich jetzt keins bestimmt. Andreas, was ich total spannend finde, ist die Pflanzen in Bielefeld. Das ist nie umgesetzt worden, aber auf den Fotos sind ja Pflanzen. Oder was weißt du da mehr drüber? Weil das gerade so doch, wieder im Kommen ist, also Pflanzen in der Versuch letztendlich in Bezug auf die Atmosphäre doch die Architektur etwas entgegen und akustisch auch eine räumliche Untergliedung und da eine zu bauen und zu entwickeln. Und hast du eine Erklärung dafür, als ich in einer Laborschule war, da waren nirgendwo mehr Pflanzen. Hat sich das nicht bewährt oder sind die eingegangen? Weißt du sowas? Also in der Phase, wo es funktioniert, angestellt. Und die muss einfach professionell sein, dass die geschnitten werden, dass die also in der Größe wahrscheinlich relativ schwierig da etwas zu entwickeln. Aber es kann sein, es wäre eine Frage entwickeln, die Schlüsse robust haben. Ja, ich habe mal gerade ins Programm geschaut. In meinen Gesprächen
München als Lernraumentwickler, als Schulbauberater kam immer ganz Tage nach dem Brandschutz. Und ich habe in das Tagesprogramm des Fachkongresses geguckt, denn da gibt es eine Haltung zu, denn es gibt ja eine neue Brandschutzrichtlinie. Und Peter, jetzt frage ich mal, Person, ist das richtig? Habe ich das richtig im Kopf, dass inzwischen sogar brandschutztechnisch 600 Quadratmeter, 400 waren mir immer im Kopf, dass neuerdings sogar bis zusammenhängende Flächen genehmigungsfähig sind und somit flächige Lernlandschaften auch im Schulbau möglich sind? Weißt du da mehr? Ja, das ist, das hat das Land, also Nordrhein-Westfalen ist da Vorreiter. Die haben das 2019, glaube ich, ist es veröffentlicht worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die haben für Cluster, bei Lernlandschaften dürfte es ähnlich sein, das weiß ich aber nicht. Ich habe es für Cluster mal nachgelesen. Die Clusterfläche, die bisher ja auf 400 Quadratmeter begrenzt war, auf 600 erhöht. Und das ist so insofern wichtig. Also stell dir vor, du willst ein fünfzügiges Gymnasium machen, jetzt in der Phase 0, und die wollen Cluster. Da würde für diesen Cluster Mitte oder den Lernbereich ja nichts mehr übrig bleiben. Und insofern war das sinnvoll, auch gerade vor dem Hintergrund der verdichteten Großstädte in Nordrhein-Westfalen und jetzt der G9-Erweiterung. Da wird ja sehr viel jetzt quasi umgebaut und damit auch an neuere Schulbautypen angepasst. Also da hat das Land, ich glaube, einen guten Schritt gemacht. Also, und ich nehme an, dass die anderen Bundesländer nachziehen. Und es kommt aus den Großraumlabors, die ja noch viel größer sind. Also ich glaube, also das stimmt. Ich habe sie jetzt nicht parat hier, aber bin dem nachgegangen. Ja, es ist schon veröffentlicht und damit in Kraft. Jetzt muss ich direkt, ich will unbedingt dem Basti zu Wort kommen lassen, hinterher schieben. Basti, bitte verzeih es mir. Ich stelle sie in die Runde an euch. Du sagtest gerade, Petra, neue Schulbautypologie. Also neue Schulbautypen werden da. Aber neu heißt ja auch nicht automatisch passend für jede Schule. Sind wir hier in diesem Kreise einig? Oder ich möchte das jetzt mal abfragen, dass die Schulentwicklung, das pädagogische des Unterrichtens dazu passen muss, zu der jeweiligen Typologie. Und diese vier Typen, von den Mutterstiftungen jetzt mal nimmt, dass man da Progression, eins ist schlecht und vier ist gut, sondern man muss wirklich schauen, was eventuell oder was der nächste Schritt sein könnte, weil die lange Lebensdauer ja auch zu berücksichtigen ist. Bitte schön. Basti, willst du was sagen dazu? Wir reden schon die ganze Zeit, du kommst nicht zu Wort. Ja, sehr gern. Also wir hatten ja bei Ørsted dem Beispiel aus Kopenhagen, das ist ja auch so, dass es nicht nur das von Andreas gezeigte Gebäude gibt, sondern eben auch die Schule, weil sie so stark angewählt wird, noch gegenüber auf der anderen Straßenseite in einem Einkaufszentrum sich weitere Räumlichkeiten dazugeholt hat. Und grundsätzlich ist das ja auch eine Möglichkeit, gerade für ältere Schülerinnen und Schüler, dass man sagt, sie können eben auch flexibel, mobil von unterwegs von zu Hause lernen oder lernen am anderen Ort und müssen vielleicht gar nicht 5 Tage die Woche in diese Schule, in diese Lernlandschaft gehen, sondern können sich dann für Seminararbeiten oder für Praxiseinblicke vielleicht auch noch einen anderen Lernort suchen zusätzlich und sind dann digital vernetzt und haben die Schule wieder als Homebase. Das heißt, auch da kann man ja diese Typologien, die jetzt aus der Architektur kommen und stark mit der Flurschule und den anderen Konzepten sich abwandeln, ja eben nochmal erweitern auch in virtuelle Räumlichkeiten oder eben in städtebauliche, in die Vernetzung im Stadtteil oder darüber hinaus. Andreas, ich hätte noch mal eine Frage zu diesem Ørsted. Ich habe so viele Bilder gesehen. Und was mich sehr beeindruckt hat, einerseits, ja, so diese Form, es ist so ästhetisch so schön, ja, das kann ich. Aber was mich gleichzeitig irritiert hat, diese Wendeltreppe da, also diese Treppe, die ist in meiner Wahrnehmung für große Schülergruppen einfach viel zu eng. Das muss doch ein megamäßiges Gedränge da geben. Da ich noch nicht da war,
konnte ich es nicht beobachten, aber du warst da. Erzähl doch mal, wie ist es denn da? Es ist in einer gewissen Weise, sie haben es immer als geschrieben. Das heißt also, und manchmal dort gesehen wird und es ist auch vor dem Hintergrund der Auswirkung, Kommunikation und so weiter auch entsprechend informell. Als Gedränge habe ich es jetzt nicht, ich habe nie was gestaut, dass es Situationen gibt, aber ich glaube, ich funktioniert das Ganze. Ja, danke. Ich glaube, wir sind am Ende von unserer Zeit, oder? Basti, so machst du den Abspann oder mache ich das gern heute? Du machst das? Auf jeden Fall, wenn du schon mal da bist, bitte. Basti, und der Florian macht die Folie rein, oder? Sehr gerne. Also vielen Dank, dass ihr und sie heute dabei waren, euch mit diesen Schuhbautypologien beschäftigt habt. In unserer nächsten Folge wollen wir über den Außenraum, die Freiflächen reden und welche Lernlandschaften sich dort bieten, was eben doch die Landschaftsarchitektur oder der Schulhof noch an Potenzial bietet. Und das Datum ist meines Wissens dann der 6. Oktober um 18 Uhr und wird dann aber wieder über Twitter und unser YouTube-Kanal gestreamt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Herzlichen Dank und bis dahin. Ciao. Tschö. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.